Willkommen, guten Morgen bei Welt. Mit etwas Verspätung hat das Robert-Koch-Institut am Morgen die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Laut RKI gab es 25.164 positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden. 1.627 weniger als vergangenen Donnerstag. Die Zahl der Toten hat dagegen mit 1.244 wieder einen neuen Höchststand erreicht. 69.178 Menschen sind seit gestern geimpft worden. Insgesamt sind es jetzt knapp 760.000 Menschen.